Wir befinden uns hier in der alten Kelter in Fellbach. Die Aktion wurde von der Firma Bart ins Leben gerufen. Der Herr Alexander Ernst hat dort rege Kontakte in die Ukraine und hat dann dort den Aufruf zur Sammel- und Spendenaktion gestartet. Die Feuerwehr Fellbach ist hier zur Organisation und zur Durchführung der Sammelaktion tätig. Ja, also der Alexander Ernst, wie gesagt, Geschäftsführer von Bart Feuerwehrtechnik, ebenfalls seit 38 Jahren bei der Feuerwehr, hat also die Symbiose findet da quasi statt. Und da kam eben die Idee von dieser Sammelaktion und dann war das eigentlich am Samstag geklärte Sache. Die Firma Weber Hydraulik ist schon noch mit im Boot, die ebenfalls dann, sag ich mal, bei der Grundorganisation geholfen hat. Und die Feuerwehr Fellbach hat dann am Samstag bzw. Sonntag alle Mitglieder angesprochen. Wir haben ja auch Mitglieder von der Altersabteilung, die uns hier tatkräftig, sag ich mal, auch tagsüber unterstützen. Wir sammeln von 10 bis 20 Uhr, haben wir hier offen. Also die Feuerwehren wurden im Land über die Feuerwehrverbände angeschrieben, sind dann diesen Einladungen oder den Aufforderungen tatkräftig gefolgt. Wir haben jetzt hier eine Person abgestellt, die quasi rein die Annahme, also Telefon und E-Mail betreut. Wir haben jetzt die letzten Tage an die 100 E-Mails bekommen. Das Telefon habe ich gar nicht mehr zählen können, das hört nicht mehr auf zu klingeln. Wir haben jetzt, sag ich mal, die nächsten zwei Tage haben wir knapp über 50 Feuerwehren, die hier auf Anfahrt sind. Das ist sowohl hier der nähere Umkreis als auch teilweise von anderen Bundesländern wie Hessen und Bayern. Also wir haben natürlich gehofft, dass viele Feuerwehren nochmal schauen in den Beständen, was jetzt vielleicht als Redundanz dient und schon ausgedient hat. Momentan sind wir aber tatsächlich an einem Punkt, wo wir nicht genau wissen, wie viel da kommt. Wir haben aktuell 4 LKWs der Spedition angefragt und die auch bestätigt bekommen. Die werden dann hier am Donnerstag beladen und fahren dann an die ukrainische Grenze, wo dann die Ware dort an den ukrainischen Katastrophenschutz übergeben werden. Anders als bei einem Katastrophenfall, wie jetzt im Ahrtal zum Beispiel, wo es dann auch der deutsche Katastrophenschutz, sag ich mal, greift, haben wir hier lediglich die Organisation und Durchführung der Sammelaktion. Deutsche Feuerwehrleute gehen zum aktuellen Stand und meines Kenntnisstands nicht in die Ukraine. Die Feuerwehren kommen hier an, meistens mit Transportern, also Logistikfahrzeugen, wie man sich es vom Getränkehändlern vorstellt. Die werden dann hier entladen. Das wird alles genau aufgeschrieben, welche Feuerwehr was gebracht hat, damit man das auch im Nachhinein gut verfolgen kann. Die Ware wird dann hier, sag ich mal, bei uns auch begutachtet, ob es auch wirklich noch für den Einsatzfall in der Ukraine noch tauglich ist. Und wenn nicht, dann wird es direkt der Feuerwehr wieder mitgegeben. Dann haben wir eine Warenannahme, wo dann, wie gesagt, die Sichtung stattfindet und auch alles gewogen wird, weil wir müssen die Waren ja auch noch verzollen. Das bleibt nicht aus. Das heißt, das wird alles ganz genau erfasst von uns und dokumentiert und wird dann der Spedition übergeben. Nachdem die Ware dann also den Wareneingang, sage ich mal, durchlaufen hat, wird sie sortiert in große Kartons, die wir gespendet bekommen haben, und dort vorsortiert. Danach wird der Karton verpackt und belabelt und ist dann quasi fertig für die Verladung auf den LKW. Ja, schwierig. Was geht einem vor? Natürlich sind das alles Situationen für uns, die sich niemand wünscht. Und auch, dass ein Feuerwehrangehöriger mit Schusswesten löschen oder retten muss, sind unvorstellbar für uns. Und wir hoffen natürlich, dass das für uns hier nie in Kraft tritt. Die Firma Bart als Feuerwehrausrüster hat eben lediglich auf feuerwehrtechnische Ausrüstung hier diese Spenden- und Sammelaktion geplant, damit das, sag ich mal, auch kanalisiert relativ schnell an den Ort gebracht wird. Wenn wir jetzt nebenher noch Klamotten, Schlafsäcke und anderes sammeln würden, dann muss das ja irgendwo erstmal wieder auseinandergezogen werden, dann wieder gebündelt werden, damit es an jeden Ort dort kommt. Und wir haben jetzt eben über den Katastrophenschutz in der Ukraine die Möglichkeit, das kanalisiert in die Ukraine zu bringen, damit es dort auch sehr, sehr schnell ankommt. Dort zählt wirklich jede Stunde. Wir haben eben die ganzen Gitterboxen, Kartonagen, Verpackungsmaterialien, Wagen, Hubwagen, die Container, die man hinter mir sehen kann, die haben wir alles gespendet bekommen, um, sag ich mal, auch schnell und finanziell unabhängig hier helfen zu können.
da auch mein Dank dafür in Vertretung von allen hier für diese reibungslose und unkomplizierte Abwicklung.